Ich begrüße euch zu Night of Champions, unserem ersten Pay-Per-View in diesem Jahr. Wir starten mit Night of Champions, weil ganz klar, wir haben noch keine Champions außer die NXT Tag Team Champions. Und jetzt beim Pay-Per-View werden wir alle Titelmatches auskämpfen. 7 Matches stehen vor uns, wir sind in St. Louis, Missouri und ich denke, Night of Champions ist doch der perfekte Anfang für uns, jetzt hier rein zu starten. Und ihr wisst ja, mit welchem Match wir anfangen werden, und das ist dieses Match, das NXT Championship Match. Und hier ist der Mann, der sich in den letzten Wochen verdient hat, in diesem Match zu stehen, Sami Zayn. Ja, und wir denken einfach mal zurück, wie ist dieses Match hier entstanden? Wir wissen ja nur, wer hier im Match steht, nämlich dieser Mann, Sami Zayn. Seinen Gegner, den kennen wir noch nicht. Aber wir wissen ja auch, wie Sami Zayn in dieses Match gekommen ist. In Woche 2 bei NXT hatte ja Sami Zayn sein erstes Match gegen Velveteen Dream. Den hat er besiegt, in der Folgewoche dann direkt wieder der Sieg gegen Bobby Roode. Und dann tatsächlich auch noch der Sieg. Ja, quasi im Number One Contender Match. Also Sami Zayn bisher mit 3 Siegen. Und wer ist heute sein Gegner? Lars Sullivan kommt zum Ring und wird heute Abend der Gegner von Sami Zayn sein. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment mal, hä? Lars Sullivan, der ist doch in einem anderen Roster drin. Ja, klar ist er in einem anderen Roster drin. War eine kleine Finte, die ich eingebaut habe, weil ich will euch natürlich nicht zu viel spoilern. Klar habe ich euch die Roster gezeigt, wer in welchem Roster ist, aber ich dachte mir, ich kann euch doch hier nicht komplett spoilern mit dem, was passiert. Lars Sullivan gehört für mich zu NXT und er steht hier im ersten NXT Championship Match. Lars Sullivan, ja, der Heavyweight, der Zerstörer gegen Sami Zayn, der natürlich das genaue Gegenteil davon ist. Ich bin gespannt, was das jetzt für ein wahnsinnig gutes, hoffentlich One-on-One-Match wird. Klar, wir sind beim Pay-Per-View, es geht um die Titel, die Jungs sind beide top motiviert, alle Jungs. Wir werden ja nur Titelmatches haben hier beim Pay-Per-View. Wir werden weitermachen mit dem United States Championship Match, dann das SmackDown Tag Team Championship Match, Universal Championship Match im Main Event, dann dazwischen das WWE Championship Match, Intercontinental Championship Match und Raw Tag Team Championship Match, also alles, was es gibt. Und das ist der Titel, um den es hier heute geht. Das ist der NXT-Titel. Sami Zayn gegen Lars Sullivan. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen überrascht. Der ein oder andere hat vielleicht gedacht, dass es jemand anders wird. Und deshalb habe ich mir gedacht, mach das mal bewusst so mit den Rostern. Na klar, einiges von den Rostern hat oder vieles hat bisher auch gestimmt. Aber alles, dann hätte ich euch ja auch ein Stück weit gespoilert. Ihr wisst, wie ich das meine. Und von daher, ihr habt ja die Roster gesehen. Da sind ja einige Namen, die noch, wie sage ich, bisher nicht in Action waren. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Ganz einfach, wir wollen natürlich auch für euch, oder ich will für euch Überraschungen haben. Momente, mit denen ihr nicht rechnet. Und deswegen mache ich zum Beispiel sowas hier. Lars Sullivan ist bei NXT und er tritt jetzt an gegen Sami Zayn. Sami Zayn, wir haben es ja eben gesagt, in den ersten 3 Wochen 3 Matches, 3 Siege. Das hat nämlich keiner. Keiner hatte überhaupt so viele Matches. Und Lars Sullivan, ja, halt quasi jetzt hier mit seinem ersten Auftritt. Und da müssen wir mal gespannt sein. Es geht halt auch direkt um den NXT Championship. Und ich sag mal, wenn das keine Motivation ist, im ersten Match mal direkt Champion zu werden, schleudert hier Sami Zayn schon mal durch den Ring. Klar, der Kraftvorteil, der liegt ganz klar bei Lars Sullivan. Die Geschwindigkeit eher bei Zayn. Na, Zayn geht da jetzt erstmal aus dem Ring raus. Aber Sullivan direkt hinterher packt sich Zayn und zeigt den Military Press auf den Hallenboden. Das ist mal super unangenehm. Der Referee zählt natürlich schon. Klar, Countout bei diesem Pay-Per-View wäre natürlich der Super-GAU. Ich sag mal so, Titelmatches, ihr wisst es, können bei Countout quasi keinen Sieger haben. Dann haben wir zwar einen Sieger, aber der Titel würde nicht vergeben werden. Deswegen, ne, Countout natürlich wäre jetzt in diesem Match hier das Schlechteste, was passieren könnte.
dann wäre der Titel weiterhin nicht vergeben. Ah, guckt euch das an, das ist das, was ich meine. Kraftvorteile bei Lars Sullivan. Der hebt da mit Leichtigkeit einen Sami Zayn hoch und schleudert den da so durch den Ring. Ja, bei 7, der Referee zählt. Und was haben wir denn jetzt hier? Velveteen Dream kommt raus. Was hat der denn jetzt hier in dem Match verloren? Das ist der Mann, der in Woche 1 gegen Sami Zayn verloren hat. Und der sucht jetzt hier das Staredown mit Lars Sullivan. Und da ist Sami Zayn zur Stelle mit dem Einroller. 1-9. Oh, Lars Sullivan kann sich da befreien. Da wollte wohl Sami Zayn den Überraschungsmoment nutzen. Aber was macht Velveteen Dream hier? Jetzt ist er auch hier im Ring. Der Referee denkt sich, Junge, raus mit dir, weil ich sag mal, solange er keinen von beiden angreift, ist natürlich keine Disqualifikation nötig. Der Referee hätte die Pflicht, wenn jetzt hier einer angegriffen werden würde, wahrscheinlich auf Disqualifikation zu entscheiden, würde aber bedeuten, kein Titelgewinn für den einen oder den anderen. Zudem, sage ich mal so, wir sind bei Night of Champions, ich würde fast sagen, Referee, du brauchst hier nicht irgendwelche DQ-Entscheidungen zu treffen, weil dann haben wir keinen Champion. Das wollen wir ja nicht. Von daher kann man ja fast sagen, wenn es nicht sein muss, verzichte mal schön auf das DQ. Ja, und Sami Zayn muss jetzt natürlich dranbleiben. Hat natürlich jetzt durch die Aktion oder durch das Erscheinen von Velveteen Dream einen kleinen Vorteil vielleicht. Ja, Dropkick von Sami Zayn. Ja, jetzt muss man dranbleiben. Klar, Publikum auf der Seite, würde ich sagen, von Zayn. Oder wieder Military Press hier von Lars Sullivan. Ah, der ist mit den Storms jetzt hier gegen Sami Zayn. Publikum, ja, ist auf jeden Fall gespalten. Ist wahrscheinlich eher für Sami Zayn. Cover 1. Na, das reicht noch nicht. Nicht mal bis 2. Also Lars Sullivan, klar, der muss jetzt auch erstmal selber in dem Match was zeigen. Natürlich, das Eingreifen von Velveteen Dream, ich würde sagen, es hat ihm eher geschadet, weil der Einroller natürlich out of nowhere kam. Ihr habt es ja gesehen. Guter Konter hier von Zayn. Ist natürlich die Frage, warum Velveteen Dream hier erscheint. Denkt er sich, Sami Zayn, so als fairer Sportsmann, denkt sich Velveteen Dream, Sami Zayn hat sich das verdient in 3 Wochen. Und Lars Sullivan taucht hier auf und bekommt das Titelmatch. Dass er da vielleicht Sami Zayn helfen wollte oder... Ja, hat sein Auftreten vielleicht gar keinen besonderen Grund, sondern er wollte sich einfach zeigen in diesem Titelmatch. Und jetzt hier, guckt euch an, wie er ihn hochhebt. Und da kommt dieser Powerslam-Jokeslam auf die Matte. 1, 2 und Nummer 3. Und Lars Sullivan gewinnt dieses Match. Lars Sullivan ist NXT-Champion. Da war das die Entscheidung, die das Match entschieden hat. Hier der Roll-Up. Nach dem Einmischen von Velveteen Dream. Hier nochmal die Stomps. Und wir haben hier nochmal, guckt euch an, wer ihn da oben hat und auf die Matte hämmert. Dieser Power Slam von Lars Sullivan, das ist das Cover hinterher und das ist auch die Entscheidung. Lars Sullivan ist NXT Champion. Die erste Überraschung dieses Pay-Per-Views direkt im Opener. Lars Sullivan kommt, erstes Match, erster Sieg, erste Titelregentschaft. Velveteen Dream mischt sich ein. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt bei NXT weitergeht. Mit NXT wird es ja bei diesem Pay-Per-View jetzt nichts mehr geben. Es wird ja dann weitergehen mit SmackDown und dann mit den Matches von Raw. Aber ich sag mal auf jeden Fall, Referee, wir brauchen hier keine Disqualifikationen. Lass das mal lieber weg und dann bin ich echt gespannt, was in den nächsten Matches kommt. Das war der erste Part unseres ersten Pay-Per-Views. Nicht sehr lang, aber durchaus ereignisreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar da. Wir sehen uns. Bis dahin. Hell